eingebettet zwischen dem Schluchsee im Westen, der Wutachschlucht im Osten und der Grenze zur Schweiz im Süden erstreckt sich das Rothauser Land. Grafenhausen liegt auf einem Hochplateau zwischen 800 und 1100 Metern und bietet gerade Fahrradfahrern, Mountainbikern, aber auch Wandern zahlreiche Tourmöglichkeiten. Hauptorte des Rothauser Land sind Grafenhausen und Uehlingen-Birkendorf. Namensgeber der Region ist der Grafenhausener Ortsteil Rothaus. Dort steht nicht nur die gleichnamige Brauerei als Geburtshaus der Tannenzäpfle, sondern auch das bekannte Museum Hüsli. Das Hüsli ist ein faszinierendes Stück Schwarzwald. Das Hüsli bündelt den Mythos des Schwarzwalds. Das Hüsli hat Mediengeschichte geschrieben, denn es war Drehort der Schwarzwaldklinik. Vor allem aber ist das Hüsli ein wunderschönes Museum, das uns vor Augen führt, wie sich die Großstädter vor 100 Jahren das Leben und das Wohnen im Schwarzwald erträumt haben. Tief eingeschnittene Täler prägen die Landschaft ebenso wie sonnige Hochebenen, urige Wälder, natürliche Gebirgsbäche und idyllische Seen, wie zum Beispiel der Schlüchtsee in Grafenhausen. Die Mischung garantiert Wanderern, Nordic Walkern und Mountainbikern ein abwechslungsreiches Terrain. Zudem laden zwei Erlebnispfade mit insgesamt 35 spannenden Stationen wie Baumtelefon, Waldxylophon oder Barfußpfad zu spielerischen Naturerfahrungen ein. Dem Schnitzer über die Schulter schauen ist ein beliebter Programmpunkt im Veranstaltungsangebot. Besuche lohnen aber auch die Barockkirche in Riedern am Wald oder die Museumsmühle Tannenmühle. Ein Muss im Sommer ist der Naturena Badesee bei Birkendorf. Über ein Jahr haben wir diskutiert und geredet und dann kam auf einmal die Idee aus Österreich, einen Naturena Badesee zu machen. Die Anlage des Sees ist im Top-Zustand und wird gerne angenommen. Und wir freuen uns, dass wir das Projekt so durchgezogen haben. Und wir hoffen, dass unsere Bürger und auch die Gäste noch viel Freude am Badesee haben. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Stilecht, ehrlich badisch und regional typisch geht das nach einer Tour am besten mit dem Nationalgetränk und einem Rothauser Landteller. Das Rothauser Land, eine vielfältige Region, die dazu einlädt, mit allen Sinnen zu genießen.